Für wen ist Guiding nichts? Zum einen für den eher rational geprägten Menschen. Damit meine ich die, die ganz klar wie, wo, wann, was, warum wissen müssen. Ich persönlich finde es unheimlich langweilig, ich habe da überhaupt keinen Spaß dran und ich merke auch immer wieder, die Menschen, die sich mit mir unterhalten, die kriegen auch von mir nicht die Antworten, die in ihren Kopf so rational einsortiert werden können, wie sie es wünschen. Wir passen nicht zusammen und das ist gut so. Ich bin auch nicht für Menschen der richtige Begleiter, die jemanden suchen, der ohne Guiding, ohne sie zur Klarheit zu führen, sie in ihrer Lebensweise bestätigt. Das ist nicht mein Job. Ich bin nicht dazu da, jemanden einfach mal zu sagen, prima. Ich bin dann dazu da, jemanden zu sagen, prima. Wenn wir beide den Eindruck haben, jetzt geht's weiter, dann passt Bestätigung. Ansonsten, ich bin nicht der, das hast du super gemacht, Mensch. Ich bin dann richtig für jemanden, wie es, ich zitiere das von einem Kunden, einer sagte, wer auf das übliche Coaching-Gehampel verzichten will, der soll zu dir gehen. Und ein sehr schöner Aspekt ist von einem lieben guten Freund und Kooperationspartner, der sagt, wann setze ich dich, Manuela Starkmann, ein? In Unternehmen dann, wenn das Wie nicht klar ist, wie wird es gelöst? Und oder bei den Mitarbeitern, wo Chef und Führungskräfte selber sagen, da sind wir so sehr im eigenen Land, als dass wir noch etwas lösen können. Da brauchen wir einen Profi von außen. Und mein Kooperationspartner hat das, wer mich kennt, weiß, dass das genau mein Ding und mein Humor ist, gesagt, wenn ich jemanden brauche, der genau hier richtig gut ist, dann denke ich an die Schublade mit dem Totenkopf drauf. Fantastisch, da bin ich drin. Und da holt er mich gerne raus, damit ich ganz gezielt bei den kritischen Situationen helfen darf. Das heißt, ich bin passend für die Menschen, die sagen, ich will wirklich was verändern, ich weiß einfach noch nicht wie. Oder wo jemand sagt, hier haben wir einen Mitarbeiter, es ist kritisch, der Prophet im eigenen Land hat es einfach schwieriger als jemand Externes, wir brauchen einen Profi von außen. In beiden Fällen und vor allen Dingen übergeordnet, wenn man offen ist, dann bin ich mit Guiding passend.